Nutzt du die Contest-App und fragst dich, wie die ganze Funktionalität ist? Wenn ja, bekommst du in diesem Video eine Einführung. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und in diesem Video schauen wir uns mal die Contest-App genauer an. Das heißt, du bekommst einen Überblick über den grundsätzlichen Aufbau, was du machen kannst und warum das so gut für dich ist. Und dafür schaue ich mir auch mal die App auf meinem Handy an. Wenn du deine App öffnest, siehst du ganz oben deinen Kontostand. Und zwar ist das das Geld insgesamt, was du auf dem Konto hast. Das sind bei mir 5.800 Euro ungefähr. Und dann, und das sind jetzt die wichtigste Funktion von der Contest-App, gibt es drei Töpfe. Das heißt, du hast quasi drei Geldtöpfe in deiner Contest-App. Du kennst es mit Sicherheit, wenn du selbstständig bist, gehört nicht das komplette Geld, was auf deinem Konto ist, tatsächlich dir, weil du immer Geld zurücklegen musst für die Steuer. Als Angestellter war das Ganze relativ einfach, weil dein Arbeitgeber für dich alles gemacht hat. Das heißt, wenn du 5.000 Euro brutto verdient hast, dann hat dein Arbeitgeber für dich Krankenversicherung bezahlt, Rentenversicherung bezahlt, die Steuern bezahlt und hat dir quasi das Geld überwiesen, was übrig geblieben ist. Das heißt, du hast bei 5.000 Euro Bruttoeinkommen zum Beispiel 3.000 Euro ausgezahlt bekommen. Bei Selbstständigen ist das ja etwas anders. Da bekommst du nicht nur 5.000 Euro, sondern da bekommst du sogar noch on top Umsatzsteuer. Das heißt, du bekommst 5.950 Euro überwiesen, du darfst aber trotzdem nur 3.000 Euro ausgeben. Das ist relativ schwierig, da einen Überblick zu behalten, wie viel du eigentlich für die Einkommensteuer, unter Umständen Gewerbesteuer oder Umsatzsteuer zur Seite legen musst. Und da verlieren viele Selbstständige den Überblick. Andere, mehr strukturierte Selbstständige führen irgendwie Excel-Listen. Das ist wahnsinnig zeitaufwendig und trotzdem irgendwie auch schwierig, wenn du mehrere Jahre im Blick behalten musst. Das wird irgendwie immer komplex und zeitaufwendig. Genau das ist die Überlegung hinter der Contest-App. Die Contest-App hat zwei Geldtöpfe. Der erste Geldtopf gehört dir. Das nennen wir deins. Der zweite Geldtopf heißt Steuern. Da findest du die Einkommensteuer und die Gewerbesteuerrücklagen. Warum haben wir das zusammengefasst? Erster Grund, weil viele Selbstständige auch gar keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Das heißt, die bräuchten gar keinen separaten Topf für die Gewerbesteuer. Aber wenn du Gewerbesteuer zahlen musst, dann kannst du die Gewerbesteuer auf deine Einkommensteuer anrechnen. Um es ganz simpel zu sagen, ist das, was du quasi an Gewerbesteuer zahlst, zahlst du weniger an Einkommensteuer. Es ist eigentlich egal, ob du Gewerbetreibender oder Freiberufler bist, du zahlst unterm Strich ungefähr die gleiche Summe an Steuern. Und deswegen gibt es einen Topf für die Steuer. Dort findest du einen Überblick, wie viel du für die Steuer zurücklegen solltest. Das liegt gerade bei 0 Euro. Wie das alles zusammenhängt, dazu kommen wir gleich einmal. Der dritte Topf ist für die Umsatzsteuer. Das heißt, die ganze laufende Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden bekommst und reduziert zu der Vorsteuer von deinen Ausgaben, die findest du da. Auch da sind wir noch bei 0 Euro. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt an. Und zwar musst du, um einen tagesaktuellen Überblick über deine Steuersituation zu haben, jede Transaktion einmal anschauen und kurz kategorisieren. Warum ist das so? Weil nicht jede Transaktion die gleiche steuerliche Auswirkung hat. Wenn du zum Beispiel privat Geld einzahlst auf dein Konto, dann hat das steuerlich überhaupt gar keine Auswirkung. Und natürlich passiert in deiner Steuerkalkulation was anderes, wenn du eine Einkommensteuervorauszahlung leistest oder ein Kunde dir eine Rechnung bezahlt. Hat natürlich ganz unterschiedliche Auswirkungen und deswegen müssen in Contest alle Transaktionen kategorisiert werden. Und das schauen wir uns anhand meines Kontos einmal genauer an. Die erste Transaktion kommt von der Contest GmbH. Die waren so freundlich und haben mir eine Rechnung bezahlt, die ich ihnen gestellt habe, in Höhe von 5.950 Euro. Wenn ich auf diese Transaktion draufklicke, dann öffnet sich das Auswahlfenster, wie ich diese Transaktion kategorisieren kann. Ich habe viele mögliche Einkommensarten und zwar alle unterschiedliche Umsatzsteuersätze. Wir haben ja standardmäßig in Deutschland drei mögliche Umsatzsteuersätze. Das ist einmal 19%, einmal 7% und einmal 0%. Aufgrund der Corona-Regelung im Jahr 2020 gab es aber auch noch die reduzierten Steuersätze von 16 und 5%. Die findest du aktuell auch noch in der App. Außerdem kann es natürlich sein, dass ich das Geld auch von einem Privatkonto überwiesen habe oder dass es eventuell eine Steuererstattung für die Einkommensteuer ist oder eine Umsatzsteuererstattung. Das heißt, das muss ich hier jetzt auswählen, weil alles steuerlich unterschiedlich gehandhabt wird. In diesem Fall ist es aber Einkommen mit 19% Umsatzsteuer. Deswegen klicke ich auf 19% Umsatzsteuer. Hier sieht man in der Detailansicht der Transaktion direkt, was sich getan hat. Und zwar sehe ich einmal den Bruttobetrag, die 5.950 Euro, und davon abgezogen den Umsatzsteuerbetrag. Das ist quasi der Umsatzsteuerbetrag, den ich auch in meiner Rechnung ausgewiesen habe. Das sind 950 Euro in dem Beispiel. Das heißt, 950 Euro von diesem Geldeingang gehen direkt in den Topf Umsatzsteuer. Von dem Nettobetrag, das heißt den 5.000 Euro, muss ich dann ja noch
Einkommensteuer zur Seite legen. Das ist dann sehr abhängig davon, welchen persönlichen Einkommensteuersatz ich habe. In dem Fall habe ich einfach mal zu Demozwecken 30% in den Einstellungen hinterlegt. Das heißt, Kontist legt mir jetzt von 5.000 Euro nochmal 30% für die Einkommensteuer zur Seite. Das sind 1.500 Euro. Und diese Übersicht und diese Kalkulation sehe ich in der Transaktionsübersicht. Was das mit meinen Buckets macht, schauen wir uns einmal an, indem ich oben links auf den Pfeil zurückgehe und wieder in die normale Übersicht komme. Und jetzt schauen wir uns mal die Buckets an. Das heißt, ich habe plötzlich Geld, was mir gehört. Für die Steuer habe ich 1.500 Euro zur Seite gelegt und für die Umsatzsteuer 950 Euro. Aber natürlich sind nicht alle Transaktionen, die ich habe, Geldeingänge. Denn ich habe natürlich auch Kosten, die ich tragen muss. Da sehe ich schon, ich habe an Telekom Deutschland GmbH eine Rechnung bezahlt. Das ist in meinem Fall mein Smartphone-Vertrag für 99,90 Euro brutto. Auch hier kann ich draufklicken. Hier sehe ich einige Kategorien als Vorschlag. Das sind natürlich andere, weil es jetzt eine ausgehende Transaktion ist. Eine ausgehende Transaktion kann kein Umsatz sein, deswegen bekomme ich hier andere Vorschläge. Bei der Telekom, das sind Telekommunikationskosten mit einem Steuersatz von 19%, deswegen wähle ich das auch hier aus. Und analog zu dem Geldeingang sehe ich auch hier die Aufgliederung im Detail. Und zwar sehe ich einmal den Gesamtbetrag von 99,90 Euro. Dann sehe ich den Umsatzsteuerbetrag. Das ist quasi eine Umsatzsteuererstattung von 15,95 Euro. Das ist die Umsatzsteuer, die Telekom auf ihre Rechnung quasi als Steuer ausgewiesen hat. Während der Umsatzsteuervoranmeldung mache ich das ja, dass ich die Umsatzsteuer, die ich bekommen habe, zusammenrechne und davon abziehe die Vorsteuer, das heißt die Umsatzsteuer, die ich an andere Unternehmen gezahlt habe. Das ist in diesem Fall sind es genau die 15,95 Euro. Das heißt, dadurch, dass ich diese Telekom-Rechnung bezahlt habe, muss ich jetzt den entsprechenden Betrag weniger an Umsatzsteuer abführen. Deswegen bekomme ich in Anführungszeichen diese Gutschrift in meinem Umsatzsteuerbucket und dadurch reduziert sich dieser Topf. Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Einkommensteuer. Das heißt, ich muss ja nicht meinen Umsatz versteuern, sondern ich muss nur meinen Gewinn versteuern bei der Einkommensteuer. Mit jeder Ausgabe reduziere ich ja meinen Gewinn und dadurch sinkt die Berechnungsgrundlage für die Einkommensteuer und damit sinkt auch die Einkommensteuer natürlich. Deswegen ist bei jeder Ausgabe, die ich tätige, die ja den Gewinn reduzieren, bekomme ich eine buchhalterische Steuergutschrift. In dem Fall auch 30% von der Nettoausgabe sind es 25,18 Euro, die ich weniger Steuern zahlen muss, dadurch, dass ich jetzt diese Telekommunikationskosten hatte. Das sehe ich jetzt hier in dieser Transaktionsübersicht. Auch hier gehe ich einmal zurück und schaue mir an, was das eigentlich heißt in der Übersicht. Nachdem ich jetzt alle Transaktionen kategorisiert habe, weiß ich, dass von dem Gesamtkontostand auf meinem Konto mir persönlich 3.441 Euro gehören, ich 1.475 Euro für die Einkommensteuer zurücklegen muss und 934 Euro für die Umsatzsteuer noch zurücklegen muss. Und hier sehe ich genau schon, was muss ich eigentlich in der nächsten Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt abführen. Und ich kann auch sehen, wie viel ich insgesamt für dieses Jahr für die Einkommensteuer zurücklegen muss. Natürlich mache ich auch quartalsweise Vorauszahlungen und das reduziert dann nur den Topf für die Einkommensteuer oder bei der Umsatzsteuervoranmeldung nur den Topf von der Umsatzsteuer und wird dann in Echtzeit verrechnet. Was ich in diesem Video noch unbedingt anmerken möchte, ist, dass du natürlich auf dein gesamtes Geld zugreifen kannst. Das heißt, in meinem Fall kann ich nach wie vor auf 5.850 Euro zugreifen und nicht nur auf meins. Wenn ich jetzt eine größere Anschaffung habe, der Topf meins aber nicht ausreicht, dann darf ich trotzdem über den gesamten Betrag verfügen. Kontist wird dich aber darauf hinweisen, dass du in diesem Fall auf die Steuerrücklagen zurückgreifst und wird dir auch in den jeweiligen Buckets dann anzeigen, wie viel Geld noch fehlt, bis du die Steuerrücklage vollständig wieder auf dem Bankkonto hast. Das halten wir für relativ sinnvoll, um dir die Flexibilität zu geben, trotz allem auf dein gesamtes Geld zuzugreifen und trotzdem jederzeit einen Überblick über deine Finanzen zu haben. Ich hoffe, dieses Video konnte dir einen generellen Überblick über die Kontist-App geben. Wir haben auch noch weitere Videos über bestimmte Einstellungen gedreht. Zum Beispiel lernst du in diesem Video, wie du die Einkommensteuereinstellungen in der Kontist-App ändern kannst. In diesem Video geht es um die Einstellungen zur Umsatzsteuer und wie du diese anpassen kannst. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, dann kannst du uns natürlich jederzeit in Kontist im Chat eine Frage stellen. Ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest, was du hier machen kannst. Zum Bleistift.